Punktrechnung, Vorstrichrechnung. Genau. So, Funktionen. Wir machen mal eine Einführung in dieses Wort. Was bedeutet das im mathematischen Sinne? Machen wir es mal so. Ich gehe noch mal ganz kurz zurück zum Thema Zuordnungen. Wir hatten bei Zuordnungen hatten wir Folgendes behandelt. Wir haben gesagt, zum Beispiel 5 Kilogramm entsprechen meinetwegen 4 Euro. Und wir wollten dann wissen, wenn ich 8 Euro habe, wie viel ist das dann? Das entspricht dann 10 Kilogramm und so weiter und so fort. Das sind also Wertepaare. Wertepaare, entweder ich sage, in Abhängigkeit von dem Preis bekomme ich etwas, und zwar das, was da drüber steht. Wir wissen, dass das in diesem Fall hier direkte Proportionalität ist. Das heißt, wir haben hier, wenn ich das wirklich als Bruch betrachte, rein zahlenmäßig, haben wir 5 Viertel, beziehungsweise 10 Achtel, gekürzt sind auch 5 Viertel. Wir haben Quotientengleichheit. Und das Ganze hatten wir im vorigen Jahr wie folgt auch grafisch dargestellt, indem wir gesagt haben, wenn ich hier unten den Preis abtrage, Preis in Euro, eckige Klammer heißt ja, das ist die Maßeinheit dafür, und hier drauf die Masse in Kilogramm, dann konnten wir entsprechend solche Dinge auch grafisch zuordnen. Wenn ich hier zum Beispiel 4 Euro, 8 Euro, 12 Euro und so weiter habe und hier habe ich 5 Kilogramm, ich muss immer 1, 2, 3, 4, 5 losgehen. Ich kann auch mal in 4er, 8er, 12, also 4er Abständen oder 5er Abständen teilen. Und ich habe hier 10. Ich kann das Kilogramm auch weglassen. Ne? Hier in diesem Fall habe ich es mal extra dazu geschrieben. Ich lasse es mal weg. So, dann wissen wir alle, okay, nehmen wir mal das erste Wertepaar. Das erste Wertepaar sei mal gelb hier, dieses hier. Und ich mache das jetzt auch mit einem entsprechenden zugeordneten Punkt. Dann kann man sagen, okay, 4 Euro, dann muss ich genau bei 5 Kilogramm meinen Punkt machen. Und jetzt kommt das nächste Wertepaar, das machen wir mal in, wie nennt sich das hier, pink, ne? Oder so. Und ich mache das auch so jetzt hier, dann wäre hier das nächste und so weiter und so fort. Ich kann diese Kette noch weiterziehen und wenn ich dann diese Punkte verbinde, dann könnte ich auch Zwischenmengen bilden. Und wenn ich sage, ich habe gar nichts, ich habe kein Geld zur Verfügung und kriege auch keine Masse, wenn es Zucker ist, dann ist es eben Zucker, ganz egal, dann kriege ich eben nichts dafür. Und je mehr ich habe, umso mehr. Je mehr, desto mehr, das war diese Zuordnung. Und da bilden sich, und das ist diese spezielle Sache, wir werden uns mit Hyperbeln später beschäftigen, dann bilden sich sozusagen Wertepaare und ich kann hier Zwischenwerte ablesen. Ich könnte zum Beispiel auch sagen, nehmen wir mal Aubergine, ich habe 6 Euro zur Verfügung und würde dann hier, man sagt zu dieser grünen Linie Graph, ich würde meinen Graphen kreuzen, dann hätte ich hier einen Zwischenwert, das wären höchstwahrscheinlich 7,50 Euro. Und so weiter und so fort. Bis dahin noch klar, ich mache noch mal eine kurze Pause, um irgendwelche Zwischenfragen zu klären. Das haben wir soweit geklärt. Natürlich 7,5 Kilogramm hätte ich sagen müssen. Okay, und so weiter und so fort. Also dieses grüne Ding, das ist ein sogenannter Graph. Und wir haben das, weil es sich um natürliche Mengen handelt, auch immer erst ab hier. Also ab hier ging es los, von hier. Beziehungsweise von hier. Hier ging es los. Wir haben uns mit natürlichen Mengen beschäftigt. Das Ganze geht übrigens auch, wenn man sich etwas borgen würde. Wie viel müsste man dann zahlen? Ne? Wie viel habe ich Schulden? Gut, das bis dahin. Wir hatten das auch mit Graphen gemacht, dass ich sage, bevor ich mache jetzt mal ein blödes Beispiel und dann nehme ich mal einen roten Graphen. Bevor ich den Laden betrete, muss ich erstmal einen Euro zahlen und ab dann gilt wieder das Gleiche. Dann würde dieser Graph hier parallel zu dem laufen. Diese Gerade. Ne? Diese Gerade drückt aus, dass es sich um Quotientengleichheit handelt. Und wenn ich jetzt wirklich, nehmen wir mal an, sowas gäbe es, ich muss Eintrittsgeld im Laden bezahlen, wobei das Quatsch ist, dann müsste ich praktisch immer meine 1 Euro oder was ich da immer bezahle, obendrauf rechnen. Und entsprechend bilden sich dann zwar auch schicke Wertepaare, nur alle um 1 Euro teurer. Gut, das bis dahin. Und jetzt kommen wir zu dem neuen Begriff Funktionen. Und zwar, wenn ich sage, es geht um die Abhängigkeit von dem, was ich habe, vom Geld, dann kann ich sagen, die Menge, die ich dafür kriege, ist eine Funktion des Geldes. Denn je mehr Geld ich habe, umso mehr kriege ich. Ich könnte also sagen, F von Preis ist gleich und jetzt irgendwas
irgendwas mal genommen, ich sag mal einfach M, nicht wie Masse in diesem Fall, ach, das ist jetzt ungünstig. Ich sage einfach mal A dazu. A mal, und jetzt kommt die Masse, die ich bekomme, plus Eintrittsgeld. Plus E zum Beispiel, wie Eintrittsgeld. Nochmal, abhängig vom Preis, eine Funktion des Preises ist, ergibt sich aus irgendeinem Faktor, hier 1,25, ne, mal die Masse, 1,25 mal 1 Kilogramm zum Beispiel, plus ein gewisses Eintrittsgeld, zum Beispiel. Da wir ja aber in der Mathematik gerne alles auf ganz einfache Dinge beschränken, machen wir das Ganze mal mit nur X- und Y-Werten. Und jetzt müssen wir uns etwas umgewöhnen, denn unser, ich mache das extra mal ein bisschen dicker, unser Koordinatensystem besteht jetzt auch aus negativen Werten. Wobei man sagt, das hier, das müssen wir uns merken, ist die Abszisse und das die Ordinate. Das ist die Ordinate. Die beiden Begriffe, also ich würde es mir ganz kurz mitschreiben, ich mache mal dazu eine Pause. Und ich schreibe hier ran an die Abszisse im Allgemeinen, mathematisch allgemeingültig, x und y. Das ist ein Koordinatensystem in der Ebene. 2D könnte man sagen, 2D. Koordinatensystem, sowas ist das. Und wir werden uns dann mit solchen Dingen beschäftigen, auch immer wieder mit Abhängigkeiten. Aber unsere Formel, die wird dann nicht Masse und Preis oder sonst was heißen, sondern wir werden sagen, in Abhängigkeit von x ergibt sich m mal x plus n. Ich sage gleich was dazu, aber jetzt erstmal die Pause. So, natürlich, diese Fragen, die jetzt auch auftraten, was ist denn f von x? F von x ist ein Wert, und zwar der y-Wert. Ich könnte nämlich hier oben auch ranschreiben, f von x, beziehungsweise f von x, und das ist genauso wie y. Ich kann also kurzschreibweise auch so machen, y ist gleich mx plus n. Ich komme gleich zu den einzelnen Bestandteilen. Und da wir es vorläufig erstmal mit solchen Linien zu tun haben, also mit Geraden, sagt man, das ist die allgemeine Form hier, das, warte mal, das mache ich mal in Rot, das ist die allgemeine Form von Funktionsgleichung für lineare Funktionen. Lineare Funktionen, kann man abkürzen. FKT-Punkt, das werde ich öfter machen. Also, entweder ich sage, f von x ist mx plus n, mx, m mal x ist gemeint, beziehungsweise y ist mx plus n. Ich werde beide Schreibweisen verwenden, denn y ist genauso wie f von x. Das ist hier. Wenn wir uns aber an die Schreibweise f von x gewöhnen, ist das ein kleines bisschen mehr Schreiberei. Aber wir werden das dann später noch in allgemeiner Form gebrauchen können, dass ich zum Beispiel sage, in Abhängigkeit vom Preis. Eine Funktion des Preises ist A mal Masse plus E zum Beispiel, oder eine Funktion der Wassermenge, eine Funktion des Gaspreises, eine Funktion des Steigverhältnisses und so weiter und so fort. Und jetzt kommen wir auf die allgemeinen Bestandteile zu sprechen, aber ich mache nochmal eine kurze Schreibpause. Ihr könnt euch noch einen zweiten Begriff sagen. Hierzu zur Abszisse werde ich auch öfter mal X-Achse sagen. X-Achse. Dementsprechend werde ich zur Ordinate Y-Achse sagen. Das ist damit gemeint. So, jetzt zu den einzelnen Bestandteilen. Und zwar M ist der sogenannte Anstieg. Was das auf sich hat, sage ich gleich. Und N ist das absolute Glied, beziehungsweise man kann auch sagen, das ist der Y-Achsenabschnitt. Ich sage gleich was dazu. Der Y-Achsenabschnitt. Ich mache mal wieder Pause. Nochmal zum Anstieg. Man kann auch sagen, wie steil. So kann man sich das vielleicht steil läuft der Graph. Läuft Graph.
wie steil. Das sagt der Anstieg aus. Der Anstieg kann negativ sein, positiv, aber da kommen wir dann später drauf. Das erstmal bis dahin. So, über diese ganzen einzelnen Komponenten, das muss man wissen, wie das funktioniert und so weiter. Über diesen, also M, was das ist, N, was das ist und so weiter, da schreiben wir dann das nächste Mal einen Test. Ne? Naja, gut, aber das kriegt er ja hin. So, hier gab es noch eine Frage. So, zu dem Ganzen ein Beispiel. Nehmen wir mal an, wir haben folgende Funktion vorgegeben. F von x oder y ist gleich 3x plus 2. Also alle y-Werte ergeben sich, indem ich, wenn ich für x etwas einsetze, das mal 3 nehmen muss und 2 dazu addieren. So kann man das sagen. Gesucht ist der Graph. Wie sieht das aus? Und die Lösung, da müssen wir anfangen, indem wir uns wirklich ein Koordinatensystem mit y und x bemalen. Ich habe jetzt hier 1, 2, minus 1 und so weiter rangeschrieben. Normalerweise, Achtung, ich radiere das mal weg, ist es nur wichtig, dass ich wenigstens die Abstände einmal bezeichne. Das heißt, wenn ich hier nur eine 1 ranschreibe, weiß ich, der nächste Schritt ist 2, 3, 4 und so weiter, auch in Richtung Ordinate, beziehungsweise nach links, dann muss das minus 1 sein. Das ist aber nicht nötig, also nicht jetzt alles voller Zahlen schreiben, das wäre zu schade um die Zeit. Ich weiß automatisch, wenn ich hier eine 1 ranschreibe und hier eine 1, dass hier minus 1, minus 1 und so weiter und dass jeder Schritt ein Ding wert ist. So, jetzt heißt ja unsere Formel, hätte ich beinahe gesagt, unsere Funktion f von x sei 3x plus 2. Jetzt gibt es zwei Wege. Entweder ich mache das so, indem ich sage, ich mache mir eine sogenannte Wertetabelle und probiere einfach mal ein paar Werte aus und setze die ein. Und zwar, nehmen wir mal an, ich setze 1 ein. Dann muss ich sagen, 3 mal 1 ist 3 plus 2 ist 5. Dann ergibt sich schon 5. Ich setze 2 ein. 3 mal 2 ist 6 plus 2 ist 8. Und das kann ich immer so weiter fortführen. Oder ich setze eine 0 ein. 3 mal 0 ist 0 plus 2 ist 2. Dann ergibt sich Folgendes. Dann nehme ich mal diese Punkte. Nee, ich werde mal noch einen negativen Wert einsetzen. Minus 3. 3 mal minus 3 ist minus 9 plus 2 ist minus 7. Mal sehen, wie das aussieht. So. Es gibt noch eine andere Variante, aber eigentlich habe ich schon beide Varianten fast erklärt. Ich habe nämlich jetzt die Wertetabelle hingemalt. Das macht man öfter mal bei krummlinigen Funktionen, aber bei geradlinigen brauchen wir eigentlich nur zwei Punkte. Zwei Punkte irgendwo, die dieser Funktion entsprechen und ich kann die beiden Punkte verbinden und bin schon fertig. Aber fangen wir erstmal mit diesem Beispiel an. 1 und 5 ergibt sich. Ich gehe auf der x-Achse zu 1 und jetzt steige ich um 5 an. 1, 2, 3, 4, 5. Das wäre der erste Wert. Das wäre dieser hier. Jetzt mache ich mal einen nächsten Wert und zwar 0 und 2. 0, dann bleibe ich bei 0. 1, 2 nach oben. Hier habe ich den nächsten Wert. Jetzt mache ich mal noch einen Wert in grün. Minus 3, minus 7. Diesen nehme ich. Also, minus 1, minus 2, minus 3, hier ist der. Und jetzt minus 7, das heißt nach unten. 1, 2, 3, 4, 5, oh je, na, 6, 7. Man sieht, das ist sehr unpraktisch, ne? Guck mal, der rutscht so weit nach unten. Dann nehme ich mir doch lieber Werte, die relativ klein sind. Denn, wir werden 1 sehen, ich mache aber jetzt mal eine Zeichenpause, sonst kriege ich das nicht hin. Jetzt habe ich in Lila oder Aubergine habe ich mal diesen Graphen gemalt. Das ist der Graph hier, den ich eigentlich gesucht habe. Dann habe ich diesen Punkt verbunden, diesen Punkt, alles die Punkte, die ich hier in der Wertetabelle mir schon mal gemalt habe. Und auch den sehr weit unten liegenden bei minus 3, minus 7. Und das ist eigentlich Quatsch, denn wenn die sowieso alle auf einer Geraden liegen, dann kann ich mir auch nur zwei Punkte schnappen. Und zwar vorteilhafterweise den bei 0, wenn ich x 0 einsetze. Und am besten eine 1 oder eine 2, damit mir das Ding nicht zu weit auseinanderläuft. Vorläufig erstmal. Gibt es bis dahin Fragen? So, und jetzt gucken wir uns nochmal diesen Graphen an. Und wir sehen, dass dieser Anstieg, naja, etwas auslöst. Aber das sieht man noch nicht so schön. Ich nehme jetzt noch in dunkelgrün noch eine andere Formel, und zwar f von x ist gleich
1 mal x plus 1. Wenn ich hier dieses Verfahren mit der Wertetabelle im Kopf mache und sage, ich brauche eigentlich nur zwei Werte, ich setze mal eine 0 ein, 1 mal 0 ist 0 plus 1 ist 1. Also habe ich meinen ersten Punkt. Jetzt setze ich mal den Wert 2 ein. 1 mal 2 ist 2 plus 1 ist 3. Also, was habe ich gesagt? 2. 2 gehe ich hier hin, ne? X-mäßig 2 und jetzt gehe ich hoch. Und zwar 1 mal 2 ist 2 plus 1 ist 3. 1, 2, 3 nach oben. Dann habe ich hier den zweiten Punkt. Und wenn ich diese beiden Punkte verbinde, jetzt mal so ganz frech, habe ich hier den Graphen für f von x ist gleich, das ist er hier. Der geht immer weiter, beziehungsweise hier auch immer weiter. Und jetzt sieht man was am Anstieg. Hier ist der Anstieg. Dieser Graph, der einen Anstieg 3 hat, verläuft sehr steil. Dieser Graph, der den Anstieg 1 hat, verläuft nicht so steil. Es gibt noch viele andere Varianten. Wenn ich den, nehmen wir doch mal in hellblau, nehmen wir doch mal folgende Formel für die Funktion. Und zwar f von x sei 0,5 mal x minus 1. Dann kann ich folgendes machen. Im Kopf jetzt. 0 mal 0,5 ist 0. Minus 1 ist minus 1. Hier habe ich meinen ersten Punkt. Und jetzt setze ich mal 2 ein. 2 mal 0,5 ist 1. Minus 1 ist 0. Habe ich den nächsten Punkt. Wenn ich die beiden Punkte verbinde, was habe ich gesagt? 2. Hier, Moment. Hier ist er. 2 mal, ne, x ist 2 mal 0,5 ist 1 minus 1. So. Und jetzt sieht man Folgendes. Dieser Graph verläuft wesentlich flacher. Ich werde mal noch mal ein bisschen besser malen wollen. Denn der Anstieg ist in diesem Fall nur 0,5. Das heißt, wir wissen, dass der Anstieg uns zeigt, wie steil ein Graph verläuft. Ist dann klar? Wie komme ich dann immer auf diese Punkte? Ich darf mir ein x ausdenken bzw. annehmen. Ich könnte auch 0,1 nehmen. Aber 0,1 mal 0,5 ist 0,05 und das lässt sich hier in diesem Koordinatensystem sehr schlecht darstellen. Dann noch minus 1 abgezogen, dann wäre ich hier irgendwo. Ein bisschen in der Nähe. Aber das bringt nichts. Da nimmt man gerade Werte, die darf man sich ausdenken. Die nimmt man aber immer so, dass man einigermaßen hier in diesem Bereich drin bleibt. Warte mal, ich zeige es mal hier. Dass man in dem noch zeichen- und darstellbaren Bereich drin bleibt, dann nimmt man sich irgendwelche am besten geraden x-Werte, multipliziert die dann entsprechend und dann alles ausmultipliziert und das absolute Glied entsprechend dazugerechnet, abgezogen, je nachdem wie es dasteht, ergibt die nächsten Punkte. Aber nochmal zum Thema Anstieg. Anstieg bedeutet, wie steil läuft etwas? Das läuft hier in diesem Fall vom. Und jetzt kommt noch ein neuer Begriff. Das müssen wir in dieses obere Koordinatensystem einmalen. Da ich ja vier Möglichkeiten habe, etwas darzustellen, bezeichnet man das, weil es vier Stück sind, als Quadranten. Das hier ist der erste Quadrant mit römischen Zahlen. Quadrant, hier schreibe ich es mal aus. Das wäre der zweite, also im Uhrzeigersinn, der zweite Quadrant, der dritte dementsprechend und hier der vierte Quadrant. So, jetzt gehen wir nochmal hier rüber, hier runter meine ich, und diese laufen, weil der Anstieg positiv ist, immer von dritten in den ersten Quadranten, grundsätzlich, immer. Wenn der Anstieg negativ ist, das kann ich euch alles noch zeigen, aber mir kommt es jetzt erstmal auf die Natürlichkeit an. Wir bleiben erstmal bei positiven Anstiegen. Wir werden auch noch Übungen dazu durchführen, das machen wir aber dann. Anstieg, das Wort müssen wir klären. Anstieg, wie steil steigt etwas an? Wir kennen das schon aus Physik von einer schiefen Ebene. Hier, eine schiefe Ebene nimmt man noch dazu, dass man meinetwegen einen schweren Gegenstand hier hochrollert, anstatt ihn, wenn er hier oben hin muss, anstatt ihn direkt hochzuheben. Weil direkt hochheben kann bedeuten, wenn das 100 Kilo sind,
meinetwegen 100 Liter Bier fasst, ne, 100 Kilogramm Masse, dann ist das für so einen Menschen sehr anstrengend. Aber wenn ich hier ein entsprechendes Steigungsverhältnis nehme, und zwar je flacher, umso leichter wird's, dann habe ich es hier wieder mit dem Anstieg zu tun. Wir können auch noch mit Winkel später Winkel einfügen und so weiter, aber das machen wir alles vorher wie nicht. Darum geht es nicht, sondern es geht um ein Verhältnis. Und zwar das Verhältnis, und jetzt merken wir schon, das ist sozusagen unser X. Und das hier, wie hoch geht es, ist unser Y. Wenn ein Flugzeug bergab sozusagen fliegt, in der Mathematik geht es immer von links nach rechts, heißt immer positiv, positive Werte, und nach oben immer positive Werte. Umgekehrt, und da kommen wir dann später zu dem negativen Anstieg, das wäre zum Beispiel, wenn ein Flugzeug, ein Segelflugzeug, wenn das sozusagen gleitet, denn ein Segelflugzeug hat keinen Motor, das gleitet auf einer Bahn, dann kann man auch sagen, aus welcher Höhe gleitet es, zum Beispiel aus 1000 Metern, also in diesem Fall musste man es ja eigentlich umgekehrt zeichnen, es ist 1000 Meter über Grund und wird 1000 Meter abwärts fliegen, und wie weit kommt es dann? Zum Beispiel 34.000 Meter. Oder man sagt, wenn ich 34.000 Meter erreichen will, wie weit, na und so weiter. Machen wir dann, jetzt nicht. Also, bis dahin erstmal, der Anstieg sagt, wie steil etwas nach oben geht, wenn er positiv ist. Wenn er negativ ist, geht es bergab. Das machen wir beim nächsten Mal, also im nächsten Video. Darauf kommt es jetzt im Moment nicht an. Fassen wir nochmal zusammen. So wie Zuordnungen auch, wenn sie solche Zuordnungen sind, die proportional zueinander sind, als Graphen dargestellt Graden ergeben, könnte man sagen, in Abhängigkeit vom Preis ergibt sich ein Wert. Das Gesamte hier ist der Wert. Und das würde sich in diesem Fall mit einem gewissen Faktor mal Masse plus Eintrittsgeld in den Laden, das war ja Quatsch, ne, errechnen. Und wir sagen, wir machen es allgemeiner in der Mathematik, wir sagen nicht da Preis oder Größe, Weite, Masse, Länge oder sonst was dazu, sondern wir sagen eins zwei dazu, x und y. Und allgemein für lineare Funktionen, darum geht es nämlich, haben wir die allgemeinen Formeln, wie ich sie hier hingeschrieben habe. Wir haben ersten, zweiten, dritten, vierten Quadranten. Die Senkrechte ist die Ordinate, die y-Achse sagt man auch dazu, f von x bezeichnet, Abszisse als x-Achse. Und wir haben hier m als Anstieg, wie steil geht es nach oben, und das war unser Eintrittsgeld. Wie viel geht es da los? Wir werden dann noch auf solche Sachen wie absolutes Glied und y-Achsenabschnitt, auf diese Worte werden wir noch zu sprechen kommen, aber alles im nächsten Video erst. Erstmal bis dahin. Jetzt haben wir erstmal an Beispielen gesehen, wie steil läuft denn der Graph bei positiven Anstiegen vom dritten in den ersten Quadranten. Und wie steil heißt, wie groß ist die Zahl davor? Ist sie nur 1, verläuft sie einigermaßen steil, ist sie nur 1,5, verläuft sie viel flacher, ist sie gar 3 oder noch schlimmer, verläuft der Graph noch steiler. Das soll bis dahin erstmal genügen. So, das gucken wir uns jetzt draußen in der Praxis an und deswegen schließe ich das Video an der Stelle ab.